4 Falcon Nest. Over. Falcon Nest, wir können Lucys Geschenk nicht finden. Over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles Weitere besprechen wir dann. Over. Roger, Speer out. Scheiße. Der Krieg ist ja eine Krankheit. So viele Kameraden gehen an ihr zugrunde. Ich spüre den Wind des nahenden Sturms. Hauptquartier des Staatsoberhauptes sprach der Oberbefehlshaber über die jüngsten Erfolge der Armee. Voller Zuversicht, dass der Krieg in nur wenigen Jahren zu gewinnen sei, sprach er dem großen Fortschritt der Waffentechnologie unter der Führung von General Strasse einen großen Anteil an den jüngsten Erfolgen zu. Ist das Gewicht der Welt auf Ihren Schultern zu schwer, Agent Blaskowitsch? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner Geheimbasis unaufhaltsame Mordmaschinen. Laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis, Burg Wolfenstein. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Das ist womöglich die letzte Chance, bevor das Regime alles Gute in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz, Spezialeinheit des Regimes aus Frankfurt. Die Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Sie und ich, Blaskowitsch. Als Team, wir schaffen das. Also gut. Ihre Tarnung ist ehrlich gesagt grauenvoll. Nicht sprechen. Und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Die Papiere von Kessler sind im Handschuhfach. Da. Gut. Gehen wir. Nicht vergessen. Wachsam bleiben. Kein Wort. Und mir nach. Klar? Kommandant Franz aus Frankfurt. Ob das funktionieren wird? Ach, scheiß drauf. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Der Jäger kommt gleich. Jawohl. Er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. So ein komischer Kauz. Die spinnen die Amis. Hot Dog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind.
weiter. Greta, bei Fuß. Kommandant Franz, bitte. Hotdog. Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Helgas Stellvertreter. Er soll seinen Hunden Gefangene aus dem Burggefängnis zum Fraß vorwerfen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Helga von Schaps. Echt fieses Mischstück. Ausgewählt von Totenkopf selbst. Hohes Tier der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge. Hatte mal das Pech, hier bei einem Einsatz in Tansania über den Weg zu laufen. Hab ich das schon erzählt, Blaskovic? Hatte Schwarzwasserfieber damals. War der schlimmste Tag meines Lebens. Nicht mal eine ausgiebige Whiskykur hat geholfen. Glauben Sie das? Na, was soll's. Diese Burg gehört Helga. Ihr okkultes Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Und Helga ist da ganz entscheidend. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Sobald wir die haben, nun, nutzen wir die Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt, drehen diesen Scheißkrieg um und kommen zurück. Pünktlich zum Tee. Gut, los jetzt. Ich schalte den Alarm aus. Sie gehen zu Helgas Forschungszentrum. Wir bleiben per Funk in Kontakt. Halten den Kanal offen. Wolfburg, hören Sie mich? Ende. Gut, bin jetzt im Aufzug. Verstanden. Wache gesichtet. Ich schalte sie aus. Hey, was machen Sie? Kurz und schmerzlos. Schlaf schön. Auf dem Laufsteg, BJ. Nicht schießen. Ich bin's. Ich sehe mich hier oben um. Halte auch schon nach einem Tresor. Da muss die Akte drin sein. Na schön, Helga. Wo versteckst du deine Geheimnisse? Also, wenn ich ein Tresor wäre, wo würde ich mich verstecken? Würde ich gar nicht, weil ich nicht denken könnte. Ich würde einfach nur sein. Aber wo nur? Blaskovic, stellen Sie alles auf den Kopf. Wir hauen hier nicht ohne diese Akte ab. Verdammt. Ich habe den Tresor gefunden, aber die Akte ist futsch. Sie ist nicht hier. Dort unten ist ein Funkgerät. Rufen Sie Kessler damit. Sagen Sie, wir können die Akte nicht finden. Schnell, Blaskovic. Ich halte die Stellung. Hier Speer, rufe Falkennest. Falkennest, over. Hier Falkennest, over. Falkennest, wir können Lucys Geschenk nicht finden. Over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles Weitere besprechen wir dann. Over. Roger, Speer out. Scheiße. Verdammt! Halten Sie sie auf, Blaskovic! Ich suche einen Fluchtweg! Denken Sie dran! Sie wollen alles Gute vernichten! Machen Sie diese Schweine fertig, Blaskovic! Ich arbeite dran!
Danke fürs Zusehen. Wenn euch dieser Zusammenschnitt gefallen hat, einen Daumen hoch wäre super. Und ansonsten hier unten Abo-Button und bei Anregungen und Kritik haut rein. Dafür ist die Kommentar-Session da. Bis dahin, euer Kanne. YouTube, bleibt wie du bist.